Guten Morgen von der Ingolstädter Hütte. Tag 2. Wenn man aus dem Wetter schaut, aus dem Fenster schaut, das Wetter ist total cool. Wenn es nicht gemalt wäre, in Wirklichkeit schaut es so aus. Aber jetzt frühstücken wir erstmal und dann wird es hoffentlich aufreißen. Und dann geht es für uns weiter nach Maria Alm. Das Ingolstädter Haus haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt geht es für uns auf die zweite Etappe Richtung Maria Alm. Zunächst führt uns der Weg hier durchs steinerne Meer zum Riemannhaus. Die Aussicht ist fantastisch. Naja, vielleicht reißt es ja noch ein bisschen auf. Schauen wir mal. Stimmung ist auf jeden Fall wieder sehr schön am Morgen. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man sagen, das ist das steinerne Meer. Und ein Getier ist da auch. Schau.
langsam. Nach ein bisschen mehr als 3,5 Kilometern kommen wir da das erste Mal an so ein Zeichen oder Schild. Schauen wir mal, was es uns verrät. Ja, laut Schild genau die Hälfte. Ingolstädter Haus 1,5 Stunden, Riemannhaus 1,5 Stunden. Das ist die Schönfeldspitze im Nebel. Und der Sommerstein. Und darunter ist ja das Zwischenziel, das Riemannhaus. Sehen Sie nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da wird das Schild Ingolstädter Haus 3 Stunden, Riemannhaus 15 Minuten und Maria Alm 2 Stunden. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Riemannhaus und eigentlich hatten wir geplant, noch irgendeinen Gipfel mitzunehmen. Aber da schauen wir mal, weil aufgrund der momentanen Sichtverhältnisse ist es halt überhaupt nicht lohnenswert. Naja, schauen wir mal. Haus da angebaut. Ja. Da sehen wir es. Etappenziel oder beziehungsweise Zwischenziel. Das Riemannhaus. Und die Sonne tut ihr Bestes. Sie kämpft. Aber noch hat sie es nicht geschafft. Ja, nach 7 Kilometern ungefähr haben wir das Riemannhaus erreicht. Da machen wir jetzt mal kurz eine Rast und dann entscheiden wir, was und wie wir weitermachen.
Der Sommerstein wäre eine Option. Oder man sieht es deutlich. Nicht das Breithorn. Nachdem es jetzt doch ein bisschen aufgerissen hat, werden wir zumindest den Gipfel am Sommerstein noch mitnehmen. Dann haben wir zumindest ein kleines Gipfelerlebnis auf unserem Weg über die Alpen. Wir haben von vornherein geplant, den einen oder anderen mit einzubauen. Und dann entscheiden wir spontan, welchen wir tatsächlich machen oder ob wir einen anderen machen. Oder ob wir einen auslassen, das entscheiden wir ganz spontan, so wie heute auch. Doch, ein Gipfel. Bergheil vom Sommerstein. Ja, und auf der anderen Seite Schöneck, Wurmkopf und die Schönfeldspitze. Und natürlich ein Traum, das steinerne Meer in seiner ganze Schönheit. Sehr schön, hat sich doch gelohnt, diesen kleinen. Na, jetzt hat er, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert vom Riemannhaus hier hoch. Kleine Mini-Sonnenfenster ausgenutzt. Was kann denn bei dem Wetter fliegen? Ich weiß nicht. Über den Wolken. So, das Kerlinger Haus, ja Kerlinger, du bist ein Loch, bist du ein. So, das Riemannhaus haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir befinden uns auf dem Abstieg. Hinunter nach Mariaalm sind ja noch einige Höhenmeter und einige Kilometer zu hatschen, aber wir haben keinen Stress. Das gehen wir jetzt ganz gemütlich an. Ja, zwischenzeitlich ist der Nebel wieder reingezogen. Irgendjemand hat auf der Hütte erzählt, im Tal wäre es sonnig. Schauen wir mal. Ja, hinten noch das Riemannhaus und der
Sommerstein. Für uns geht's weiter ab in den Nebel. Na, hopp, das da. Schweren Rucksack. Na, Mutter. Ja. Ja. Die seilversicherten Passagen an den Wänden von Mordor haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und für uns geht es jetzt ja, da so weiter runter, dann durch die Latschen und dann ewig weiter Hatscher raus nach Maria Alm. Leicht kann man es erkennen. Das Tal. Ja, aber äußerst angenehm. Kommen der Sonne entgegen. Aber wir laufen. Erfrischung. Oh, aber doch nicht für meinen Rucksack. Oh. Am Fuße der Materialseilbahn angekommen. Sommerstein mittlerweile wieder in Nebel. Und für uns heißt es jetzt da weiter in Richtung Tal. 1100 Meter. Der Parkplatz zum Riemannhaus auf 1100 Metern. Und wir lassen uns nicht vom Taxi abholen, wie mehrfach auf Schildern beworben wird und was wir mitbekommen, auch viele machen. Wir laufen den
landschaftlich herrlichen Weg. Nach Marienalm selbstständig runter. Nee, ist ja auch schön. Wetter ist toll. Wir haben Zeit, wir haben keinen Stress. Alles gut. Ein Blick zurück. Sommerstein und so weiter. Wir haben jetzt gleich Marienalm erreicht und damit unser heutiges Etappenziel. Ja, mal schauen, was der Nachmittag noch so bringt. Morgen geht es auf jeden Fall weiter in Richtung Staatserhaus und da kann man schon mal einen Teil des Weges da oben auf diesem Kamm entlang sehen und irgendwo da hinten ist dann das morgige Ziel. Aber jetzt laufen wir erstmal ein paar letzten Meter zurück nach Marienalm und dann ist auch die zweite Etappe schon geschafft. Etappe 2. Wir sind an der Unterkunft angekommen.